Also kurz gesagt, nichts. Ich habe mit dem Bürgermeister in der Früh auch telefonisch persönlich Kontakt aufgenommen, um den Sachverhalt natürlich zu hinterfragen und auch festzustellen, wie das wirklich abgelaufen ist. Aber meine persönliche Haltung ist glasklar. Der Impfstoff ist im Moment relativ knapp verfügbar. Und aus der Situation heraus gibt es einen klar definierten Stufenplan für Gruppen, die jetzt zuerst geimpft werden müssen und zuerst geimpft werden sollen. Und daran hat man sich uneingeschränkt zu halten. Und das habe ich in der Form auch übermittelt und klar dazu gesagt, für mich ein Zeichen, wie soll ich sagen, wenig sensible Vorgangsweise. Muss er jetzt damit rechnen, dass er die zweite Impfung nicht kriegt oder erst später, oder wie schaut denn das aus? Das ist eine gute Frage. Jetzt ist es natürlich schon passiert in dem Sinne, auch wenn der Impfplan anderes vorgesehen hätte. In dem Stadium ist jetzt nicht geplant, dass Bürgermeister einfach impfen können. Auch ich selbst warte ja, bis es halt eben geht und bis es für unsere Zielgruppe vorgesehen ist. Es wird sich jetzt wohl alles daran orientieren, wie die Verfügbarkeit des Impfstoffes ist. Ja, ich bin auch dem Herrn Bürgermeister die Impfung nicht neidisch. Und wenn es eine zweite Möglichkeit dann gibt, dann gibt es halt. Aber wie gesagt, es orientiert sich am Impfplan und der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Gilt natürlich auch für die zweite Impfung. Bitte? Hat sich der Herr Bürgermeister Ihnen gegenüber noch gerechtfertigt oder ist er einsichtig? Und er hat mir versucht, den Sachverhalt zu erläutern, der etwas anders war, wie er zum Teil öffentlich kommuniziert wurde. Schwer feststellbar, wie es denn wirklich ganz genau war. Offenbar ging es schon auch um die Frage, dass da ein gewisser Impfstoffrestbestand vorhanden war, den man noch verimpfen wollte. Dagegen spricht ja auch nichts. Man soll jede Impfdosis natürlich auch an Mann und Frau bringen. Aber ich glaube, auch dann gibt es die Verantwortung zu sagen, man bleibt in der Kategorie 1 vorgesehenen Zielgruppe. Und die ist eben nicht beim Bürgermeister, sondern bei einer, wenn dann, anderen Zielgruppe vorgesehen. Und ich war der Meinung, daran hat man sich zu halten, auch wenn nur eine einzige Dosis übrig bleibt. Ich bin froh, wenn sie verimpft wird, aber es muss klar gelten, Impfplan ist einzuhalten. Stellt sich auch die Frage, warum der Bürgermeister da auftaucht bei dieser Impfaktion, oder mit 65 Jahren, wo er offenbar nicht im Impfplan vorgesehen ist. Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber die Impfung selber ist ja am Heim durchgeführt worden. Und da war es eigentlich die Bitte von mir auch an die Gemeinden, in dem Fall auch an die Bürgermeister, dazu zu schauen, dass diese Aktionen vor Ort gut durchgeführt werden, sie in gewisser Hinsicht auch zu betreuen. Aber unter Betreuung habe ich nicht verstanden, sich selbst impfen zu lassen. Gibt es für Ihnen den Appell, oder haben Sie vielleicht mit anderen ÖVP-Bürgermeistern im Land auch schon Kontakt aufgenommen, sich bitte an den Impfplan zu halten? Ja, von meiner Sicht aus war die Sache eigentlich klar, deswegen auch ein wenig überrascht, weil wir hatten vor kurzem eine Videokonferenz mit allen Gemeinden vor ein paar Tagen. Da war auch eine ganz große Zahl von Bürgermeistern dabei. Ich glaube, sie waren nicht vollständig, aber eine große Zahl an Bürgermeistern dabei. Und natürlich ist die Frage aufgetaucht, wann lässt sich der Landeshauptmann impfen? Wann sollen sich Bürgermeister impfen lassen, weil es unter Umständen auch um eine gewisse Vorbildwirkung geht. Ich verstehe schon beide Seiten in dem Thema. Aber wir sind damals eigentlich übereingekommen. Ich selber habe es empfohlen und habe gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es persönlich nicht für richtig. Ich glaube, wir sollten klar der Öffentlichkeit sagen, wir stehen zu der Impfung. Auch ich sage klar, ich werde mich impfen lassen, aber es ist, glaube ich, im Moment nicht richtig, sich vorzudrängen, sondern zu sagen, dann, wenn es eben für diese Gruppe auch vorgesehen ist, dann sollten wir diese Impfung natürlich machen. Und wenn es eine Strategieänderung gibt in der allgemeinen Öffentlichkeit, es beginnt an der Bundesregierung und geht runter bis in die Landesregierungen und der Gemeinden, dann sollte das akkordiert sein, meiner Meinung nach. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es mir wirklich darum, gerade auch mit dem Blick auf den wenig verfügbaren Impfstoff zurzeit, dass wir wirklich die Kraft darauf legen, dass Heimbewohner geimpft werden, da sind wir auf gutem Wege, und natürlich auch dann die über 80-Jährigen. Und je weniger Impfstoff da ist, umso größer ist die Herausforderung. Und ich finde, daran sollte man sich jetzt halten. Ja, die Heime haben ja teilweise auch selber aufbauend auf diese Impfstrategie ihre Listen mit priorisierten Personen. Wird man da sagen, dass das abstellt? Ja, das ist mir aufgefallen. Oder? Das ist richtig, ist mir aufgefallen, dass wir reden auf der einen Seite vom Impfplan, wo in der ersten Kategorie eine bestimmte Gruppe vorgesehen ist. Das ist das Gesundheitspersonal, das Gesamte, da kann man auch relativ weit definieren, ist auch richtig, Gesundheitspersonal. Es ist die ältere Bevölkerung über 80 und es ist jetzt vor allem ganz stark
die Heimbewohner und auch die Mitarbeiter in den Heimen. Und die Heime selber haben offenbar intern auch eine gewisse Priorisierungsliste erstellt, autonom, wo gegebenenfalls auch weitere Persönlichkeiten oben sind. Das werden wir uns anschauen, weil es sollte auch dort klar sein, dass eine gewisse Reihenfolge eingehalten wird, weil einfach der Impfstoff knapp verfügbar ist. Und bei diesen Priorisierungen gilt eigentlich auch der Impfplan. Und wie gesagt, wenn eine Impfung übrig bleibt, dann würde ich sagen, man kann flexibel werden und überlegen, wer geimpft werden kann, aber natürlich im Impfplan bleiben.